Moin Moin, mein Name ist Hendrik der Löwe. Wir spielen Kursk und Vasili wird uns jetzt ins U-Boot begleiten. Ja, wir sind bereit. Покажу вам каюту. Okay, I'll turn it back now. Ja, dann folge ich dir. Oh, Ladebildschirm. Was sagt die Kaffeetasse? Kaffeetasse sagt leer. Ist schon mal schlecht. Auch das Bild sieht wieder gut aus. Da könnte man sich echt so groß irgendwie im Wohnzimmer oder im Flur hinhängen. Hat was. Die raue See, die Möwen. Eigentlich fehlt mir da ein Flak auf dem U-Boot, so, um die Möwen abzuschießen. Aber sonst. Hübsches Bild. Ja, ich glaube, gegen den, ich habe letztes Mal gesagt, ich war ja mal im U-Boot drin in Bremerhaven, weil ich glaube, das U-Boot ist kleiner als das von als die Kursk hier. So, K141 Kursk, 10. August 2000, 8 Uhr. Не ударьтесь головой и смотрите под ноги. Это снаружи Курск кажется большим, а внутри тесно. Ja, darf ich Хотя gucken? Мне нравится. Lauf nicht weg, Vasili. Lauf nicht weg, ich will doch gucken. Oh, Anleitung. Was? Ich mache mir sowas um die Kapuze und dann kann ich hochkommen oder was? Auftauchen? Wow, so ist er. Weiß ich. Ja, Vasili, ich komm schon. Ui, ich habe eigentlich nicht fertig geguckt. Я служил на Лире. Так там, в коридорах, если с адмиралом встретишься, то наверняка с него все медали посшибаешь при попытке разминуться. Ja, warte, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich will gucken. Переборки мешают, но безопасность прежде. Ja, lauf doch nicht weg, Vasili. Bleib doch mal stehen, ich muss gucken. Ja gut, folgen wir Vasili. Und die Luke hinter uns dicht machen, okay. Ordnungsgemäß. Trotz immer schließen oder was? Ah, hier gibt's hier Informationen. Третий отсек. Каюта справа. Пост управления пуском ракет. Слева. Ja. Сейчас мы спустимся вниз, но там впереди четвертый отсек, мой любимый. Seine Lieblingsabteilung, na gut. Gucken wir uns doch mal an. О, große See. Столовая, баня, бассейн и каюты экипажа. Swimmingpool, das wäre echt der Hammer. Ich glaube aber eher nicht, das war ein Scherz. Пришли! Будете жить в каюте с Багрянцевым, Каперанг, начальник штаба дивизии. Он сейчас, похоже, куда-то отошел. Значит, позже познакомитесь. Багрянцев здесь тоже в роли проверяющего. Так что вам будет о чем поговорить. Ну, располагайтесь, а я попозже загляну. Окей. Там мы später, Vasili. А, это все на русском. Aber ich denke mal, in echt wird es da auch auf Russisch gestanden haben, ne? Wo wird das denn da verkabelt? Das sieht ja aus, das sieht ja aus. Och, Mensch. Habt ihr noch nie was von ordentlicher Verkabelung gehört? Also wir teilen uns das Zimmer, habe ich das gerade richtig mitgekriegt? Dann ist ja okay. Für uns alleine, ehrlich gesagt, das wäre echt zu groß. Oder war der Liebesbrief vorhin doch von ihm? Ah, da sind Sachen auf dem Tisch, die waren vorhin nicht da, oder? Oh, Modell. Hat er nicht fertig gebaut. Sowjet. E-34 aus dem Zweiten Weltkrieg. Ah, habe ich bei World of Tanks gespielt. Cool.
Stufe 4 Panzer, glaube ich, oder? Oh, da gibt es einen Kalender und. Gut, das ist, glaube ich, sogar die Kursk. Aber wir sind doch im anderen Zimmer. Wir hatten doch da auf der Seite hatten wir Werkzeug hängen. Definitiv. Oben sind noch mehr Modelle, aber was willst du auch machen, wenn du so lange fährst, ne? Da würde ich mir auch da Modelle. Ja gut, wir warten mal hier. Guck halt gerne. Chief of Staff said I should go look through his things. Und durchs. Ich würde lieber seine Sachen durchsuchen. Flug oder was? So, das müssen wir aus unsere Uniform. Ja, okay, okay. Мой собрат по несчастью наконец-то вы явились. Вы, значит, за мной будете приглядывать со стороны кого надо. Sieht so aus. Meine Sorge, ich schlafe wie ein Baby. Хорошо, а то я храплю как слон. Откуда прибыли? Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Scheiße, wo kommen wir denn her? Ach du Scheiße. Eigentlich aus Moskau, ne? Also wir waren ja in Moskau. Ich weiß aber nicht, was meine Tarnidentität vergessen. War es doch St. Petersburg? Kasan war es nicht. Ah, ich bin so ein toller Spion. Ich habe meine Identität gar nicht durchgelesen. Ich sag Moskau. О, красивый город. Я вам питерцам завидую. Вы, наверное, учились в военно-морской академии. Она у вас называлась еще имени маршала Гречко или уже адмирала Кузнецова? Гречко. И мы ни разу не пересеклись. Либо память меня подводит, либо вы что-то не договариваете. Ладно, поговорим об этом потом, мы отходим. Ich glaube, ich habe mich verdächtig. Kapitän ждёт вас в рубке. Идёмте со мной. Oh, ne? Bis später. Что вы сказали Багрянцеву? Он какой-то недовольный. Хотя, если честно, ему никто никогда не нравится. Geht ein bisschen komisch, der Typ. Я слышал, недавно на учениях ему какой-то парнишка не понравился. Так его из-за этого не повысили. Вы же еще не знакомы с капитаном, верно? Думаю, лучше просто не лезть не в свое дело. А про наш экипаж плохого слова не скажешь. У нас все нормативы на... Черт, точно пора бросать. Ach so, jetzt sind wir quasi wieder am Anfang. Ah, nee. Мы почти на месте. Контрольраум. Ладно, оставляю вас здесь. Пойду работать дальше. Achso, ich soll mit dem Captain oder dem Kommandanten hier sprechen. Здравия желаю. Капитан первого ранга Еремеев. Рад знакомству. Лодку уже посмотрели? Ja, ich habe gerade... Ja, ich glaube, wir sind ja generell das erste Mal. Ich sag einfach... Курск непотопляем. Двойной слой брони. А корпус так замаскирован резиновым покрытием, что радаром не засечешь. Даже если возникнет чрезвычайная ситуация, у нас два запасных выхода и спасательный аппарат, в котором поместится весь экипаж. Короче, повезло вам. Это одна из самых безопасных субмарин во флоте. Бояться нечего.
Man sollte nie sagen, wenn man auf dem Schiff ist, dass das Schiff unsinkbar ist. Ich verweise nur auf die Titanic. Haben das die Nazis nicht auch zu Bismarck gesagt? Bin ich mir nicht sicher. Okay. Wann werden wir unser Ziel erreichen? Скоро начинаем готовиться к погружению. Сейчас у вас будет единственный шанс подняться на мостик. Такое, я считаю, упускать нельзя. Why not? I'll need to go up through the Fairwater. Maybe I'll find something interesting in there. Dafür, dass es das Jahr 2000 ist, haben die echt noch Telefon mit Wählscheibe? Weiß ja nicht, wie weit die Russen damals waren mit der Technologie, ne? Aber... Na gut, die haben die besten Torpedos anscheinend, ne? Und ich glaube auch von den Panzern her haben die ja 2000, was wie hieß er, T10 oder so? Das ist ja auch einer mit der besten Panzer zur Zeit. Aber die Technik sieht jetzt hier nicht so neu aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe davon keine Ahnung. Ich ganz ehrlich. Ich sehe nur ganz viele Schalter und Knöpfe. Der hält sich fest. Die zwei. Drei. Den Drehknopf kurz angefasst. Kann ich suchen. Ja, die zwei. Okay. Ja, Basil, ich komme gleich zu dir. Ja, woanders gucken. Ich will dir vorbeigehen. Was macht der? Alter, so richtig motiviert bei der Arbeit. Stören. Am Radar. Wichtig. Wichtig da. Gut. Vielleicht dahinter liegen. Müssen wir zurückgehen. Oh cool, dass hier so zwei ausgucken. Haben. Ist die Puppe oder so? Ah. Zwei. Jetzt habe ich das Bild schon zum zweiten Mal. Aber ich finde es immer noch höher. Aber die Ladezeiten. Doch, geht okay. 10. August 2000, 8 Uhr, auf der K141 Kursk. So, wir haben unser PDA, wir sind alleine. Das ist super, jetzt kann ich endlich mal lesen, vielleicht. Einleitung wäre echt super. Der Captain hat vorgeschlagen, dass ich zum Tiefenruder gehen soll. Ja, ich würde gerne nochmal gerne lesen, wer ich bin. Was haben wir noch hier für eine Info? Geheime Technologie, Modelle, Briefe. Nichts, okay. Geheime Technologie, den ersten Computer. Binde und hacke den ersten Computer. Okay. Was ist das? Ah, Snake! Gab's damals auch für das PDA? Aber mir kommt das Display größer vor als damals bei den Nokia-Handys. Kann jetzt ein bisschen dauern. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig gerne mal pinkeln gehen. Bei der Schlangengeschwindigkeit. Das war's schon. So, wir haben einfach verschiedene Level. Okay. Kenne ich so nicht.
А? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da Tetris drauf wäre. Als Spiel. Ah! Na gut. Was soll's. So. Wenn junge Zuschauer dabei sind, das war gerade Snake. Das hatten wir früher immer auf unseren, ich wollte schon Smartphones sagen, Handys. Das war das einzige Spiel, was man zum Teil da drauf hatte. Und ja. Этого точно не хватит. Я бы лучше купил переходник на 370 и заменил процессор. И на 32 метрах оперативки много не поиграешь. 64. Или даже 128. Здравия желаю. Андреев, командир батальона. А это Родионов, наш главный специалист по компьютерам. Мы тут о железе разговаривали. А вы сами как, в комп играете? А моя мама вот говорит, что это все хрень собачья, несерьезно. Ну, вроде потихоньку привыкает. Вы во что любите играть? Ja, was spielen wir denn? Was gab's denn zu der Zeit? Bei mir spielen Shooter. О, Shooter мне больше всего нравится. Самый то стрессный. Мы даже по сетке с мужиками гоняли. Ладно, если что, у нас тут можно поиграть на игровом автомате. В столовой найдете. Ладно, нам пора работать. До встречи. Ja, freut mich, dich kennengelernt zu haben. So. Jetzt wieder runter. Wir fahren im Konvoi, okay. Schiff in Sicht, Schiff in Sicht, Nottauchen, Nottauchen. Links hat mir besser gefallen. Alright, time to go back. Nee. Wenn das hier diese Leiter runtergeht, dann müssen wir uns mal kommen. Wir gehen jetzt mal hier lang. Okay, ist nix. Haben wir das auch mal gesehen? Ja, der letzte macht einen Deckel zu, ne? Hat aber nicht gemacht. Na gut, dann bleibt der Deckel offen. Soll das ein Wahlskelett sein? Ja, wie gesagt, ja, wollte ich schon wieder sagen, dass das Laden ein bisschen schneller gehen kann. Oh, 8 und 10. Dach ist immer noch der 10. August. So. Ja, dann reden wir noch mit dem Captain, oder? Jetzt ist nur die Frage, mit den einen oder mit den anderen? Женя, так, хватайте за что-нибудь. Закрыть переборки. Закрыть переборки.
Переборки закрыты. Очистить мостик. Пошло погружение. Давление стабилизировано. Все системы в норме. Включить вентиляцию. Вентиляция включена. 20 метров. Погружение до 30 метров. Погружение до 30 метров. 30 метров. Открыть главные вентиляционные шахты. Шахты открыты. Доложить о состоянии и герметичности. Все в порядке, герметичность обеспечена. Отключить тревогу. Отключить тревогу. Wie lange können die unter Wasser bleiben? Das würde mich mal interessieren. Ohne Ende. Finden Sie aber noch was, was wir greifen können? Geheimdienstbericht Nummer 1610-109K2000. Dem Bericht des Agenten mit dem Decknamen Lunatic zufolge wird Polen in naher Zukunft nicht vom Weg abweichen, sich zusehends dem Westen zu nähern. Der Bericht gibt zu verstehen, dass die polnische Regierung zwar nicht weiß, was sie von dem Präsident Putin und seiner Politik gegenüber dem Westen erwarten kann, ihn aber als Reformer sieht und die Veränderung mit vorsichtigem Optimismus gutiert. In Polen wird im Oktober ein neuer Präsident gewählt. Doch es sollte deshalb keine große Veränderung geben, da der Favorit auf dem Weg, auf dem Sieg, Amtsinhaber Aleksander Kwasniewski, sich weiter bemühen wird, die Beziehung mit Russland zu normalisieren. Polens Politik gegenüber Russland wird sich also in den kommenden Jahren nicht ändern und eine Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist daher möglich. Ja, viel Erfolg dafür. Василий. О, капитан. Поздравляю с первым погружением. Нервничайте. Наш Spiel. Ach komm, geben uns als Hosenscheißer. Да все нормально. Только дурак не будет нервничать. Привыкните. Иначе никак. Давайте поговорим о плане учений. В этой области много сигнальных боев, так что никаких происшествий не ожидается. Погода тоже на нашей стороне. У нас по плану испытания ракет, торпед и отработка тактических приемов. Наши цели — крейсера, но нужно еще избегать БПК, которые нас тут ищут. Сначала испытываем ракету «Гранит». Рано утром. Область учений в 140 километрах к северо-востоку от Мурманска. Есть у СЭТ-80 и несколько толстушек. У некоторых торпед боевые заряды. Не успели снять их с прошлого похода. Вы же сами знаете, что на учения не ходят только с учебным боекомплектом. Ну да, нам пришлось оставить часть боевых снарядов. В Ведяеве не все краны работают. Бюджет урезали. Junge, frag doch nicht über diese besonderen Torpedos. Hier will ich jetzt nichts ausfragen. Скоро сами узнаете. А пока вы свободны. Но если выдастся случай, взгляните на сонары, на систему наведения. Хочу точно знать, что учебная торпеда в порядке. Great. I can finally take a look around the vessel. Ja, sehen wir uns auch ein bisschen weiter aufs Schiff, auf unseren U-Boot um. Von einem Verzweigungskasten da oder Schaltkasten, was es sein soll, da so ganz krumm und das ist doch unschön auch. Unschön verkabelt. Das.
eher so wie Besenkammer. So, dann gehen wir wieder raus. Wäre sein können, dass wir da irgendwie Informationen finden. Wo finde ich nur, dass wir hier nicht quer gehen können? Schott nicht richtig zugemacht. Die müssen noch immer zu sein, oder nicht? Ich mach's auch nicht zu. Und alle an, die Sicherung. Ach da. Погоду обещали хорошую. R63-13. Religiös? Nein, sagen Sie was. Nicht sehr Gespräch. Oh, ein Discman. Sowas hatte ich früher auch. Aber mein erster hatte dieses Anti-Shock, Anti-Shake, wie das immer hieß. Nicht gehabt. Mix und Rock. Das Bild haben wir auch. Und er hat auch hier einen Panzer dabei. Ein Buch über Schiffe wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir hier mal wieder raus. Ach, das ist ja Computerspezialist. Kann ich gerade nicht reden. Der trinkt auch Kaffee oder so. Der will bestimmt seine Ruhe haben. Dafür einfach reingucken. Wieder ein Brief. Geheimdienstbericht Nummer 1673-111K2000. Die sunnitische Terrororganisation Organisation Al-Qaida, die von Osama bin Laden angeführt wird, wird zusehends aktiver. Nach Angriffen auf die amerikanischen Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam könnte es weitere geben. Unsere Kontakte in Afghanistan und Pakistan glauben, dass die Al-Qaida schwer zu unterwandern ist und von der arabischen Welt unterstützt wird. Russland ist zwar kein Ziel der Terroristen, doch eine mögliche Zusammenarbeit mit den tschetschenischen Terrororganisationen sollte nicht unterschätzt werden. Alles geklärt. So. Hallo, du siehst aus wie der Bruder von Vasili. Вот с боевым духом проблем точно нет. Ah, hier geht das Rohr. Das sind die beiden Periskopstangen oder wie die Dinger heißen. Vom Captain da oben. Die sind direkt unter der Brücke. Aber die Kabelstränge sind hier ordentlicher. Der zweifelt an sein Leben. Lass ihn mal zweifeln. Schlechten Film. Nicht Kennwort geschützt. Können wir mit unserem PDA was machen? Foto schießen? Nein. PDA, warte mal ganz kurz. PDA, warte noch mal ganz kurz. Nein.
hier nicht irgendwie hacken oder so? So, wir können... Ah, ich bin zu dumm. Mission verfolgen, okay. Jetzt wird uns der Computer angezeigt, den wir hacken sollen. Ich hätte gedacht, dass wir den gleich nehmen. Der quasi unberührt, also angemeldet ist, aber... keine Person ist, dass wir uns da mal auf diesen Computer... Müssen wir hier aus diesem Raum raus. Du siehst aus wie die Schwester von Vasili. Mundus. Prelet. Aber ich würde sagen, ja. Jetzt wieder ein Computer, an dem wir nicht ran können. Ersatzteile. Da. Oh. Fernseher mit VHS-Kassette. Also Rekorder gleich mit drin. Что такое? У нас, походу, небольшая поломочка. Ничего серьезного, но нужно разбираться. Да мелочь. Мы проверяли систему торпеды, немного коротнуло, ну и модуль наведения сломался. Мы уже ремонтируем. Электрическая УСЭТ-80, чувствительна к скачкам напряжения. Na toll, dann setzt man den Captain darüber in Kenntnis. Der wird bestimmt nicht glücklich sein. Wir gehen hier mal ganz kurz weiter. Ah, da ist auch wieder einer. Sind wir gerade auf Mission für den Captain? Oh, da steht einer im Dunkeln. Хорошо, что ты пришел. Свет вырубился. Нужно осмотреть аккумулятор. Поможешь? Я ещё нет, но... Не пойму, почему врубилось аварийное освещение. Принеси фонарик. Ты свети, а я осмотрю аккумулятор. Ага, пошли. Так, подсвети ко мне. Nicht gucken, einschalten. Sind doch alle oben. Тут все нормально, пошли дальше. Зависит. Вот тут надо глянуть, подсвети-ка. Здесь leuchtet das schon. Lässt sein Isolierband da unten liegen. Тоже все нормально. Тогда остается еще один вариант. Пошли. Ja, warte mal. А теперь wenn вот du сюда. Bist, kann ich nicht leuchten. Я так и думал. Предохранитель накрылся. Я его заменил. Фонарик положи обратно, и ты свободен. Спасибо. Thank you.
Rechner vielleicht hacken könnten. Aber scheint hier nicht zu sein. Gehen wir mal weiter zum Captain und sagen ihm, dass es ein Problem mit den Torpedos gibt. Der wird sich freuen. Glaubt man nämlich nicht. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Verdammt. Der Ausgang. Bestimmt ganz unauffällig. Ich finde so ein bisschen die Animation der Leute, die so ein bisschen nebenbei arbeiten. Okay, hier ist ein Wimbel, nehmen wir mal mit. Ich hier auch hingelegt. Können wohl nicht alle sitzen, nichts tun. Насчет учений я не беспокоюсь. Мы справимся. Das hoffe ich. Gut, dann mal schnell zurück. Den Captain berichten. Der wird sauer sein. Oder oh, komm mal drauf. Aber egal. Weiter. Jetzt lädt er wieder ein bisschen. Mein Liebster. Nee. Liebesbriefe wollen wir nicht lesen von fremden Leuten. Das gehört sich nicht. Dann mal hier. Er pennt. Nachtschicht oder was? Uhu, aufstehen. Dingeling. Oh. Schönes Bild mit Panzerrohr. Ah, dann noch andere Panzermodelle, Jeep und das ist ein BTR-70. Viel Spaß beim Bauen. Ein Düsenjäger. Cool. Können wir nichts machen. Dann weiter. Beiden Türen waren wir schon drin, oder? Ich glaube hier nicht. Auf der anderen Seite war ja unser Computerspezialist. Natürlich. Ah, hier so ein Panzerchen. Wieder, haben alle gratis hier die Sowjetpanzer bekommen, oder was? Mein Captain. War nicht, nee. Geh doch hier lang. Ich verirre mich schon hier auf dem Schiff. So, Captain, deine Torpedos sind im Mist. Что там с учебной торпедой? В каком она состоянии?
Так, плохо дело. Но нам нельзя выбиваться из графика. Я знаю, что ваша задача просто наблюдать за ходом учений, но помощь специалиста нам не помешает. Сходите в отсек 5А к Васильеву. Мичман у нас старший техник, но вы это уже, наверное, знаете. Может, вместе вы что-нибудь придумаете? Одна голова хорошо, а две лучше. Jo, mache ich doch gern. Vasili ist gar nicht hier. Wo ist Vasili? Vasili ist unten. Heißt, wir gehen wieder runter. Damit die Amerikaner was anfangen können. Naja. Haben wir hier schon die Sachen durchsucht? Sind dort? Oh, nee, da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung. Bin raus. Gehen wir mal doch ins andere Zimmer. Manchmal, wenn wir die Räume wechseln, sind sie so ein bisschen dunkel, ne? Guck mal jetzt hier. Voll der Hacker. Und eine Matroschka und ein Schlafanzug. Muss leise sein. Vasili, nein. Hier gehen wir frecherweise nochmal rein. Ah, hier wohnen gleich mehrere Leute. Auch wieder Fahrzeuge hier. Oh, hier wird gemalt. Cool. Die haben mal coole Hobbys. Also basteln ist auch toll, aber die haben ja alle dieselben Modelle. Aber da kann echt was. Nicht schlecht. Hat's drauf. So, Geheimdienstbericht Nummer 1686-056K2000. Die Wetterbedingungen über die Warentensee sollten am 10. und 11. August gut sein. Der erwartete Höchstwert beträgt 12 Grad. Der Mindestwert beträgt 7 Grad. Auch wenn die Temperaturen sich in den folgenden Tagen nicht verändern sollten, können die Wetterbedingungen sich verschlechtern. Am 15. August können die Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreichen, wobei bis zu 3 Meter hohe Wellen möglich sind. Das ist ja schon mal kein gutes Wetter, falls wir mal gerettet werden sollten. Bin ich hier nicht irgendwo ein Bild mit einer Windlaser habt? Ah, auf der anderen Seite. Ja, weiter die Sicherung streicheln. Machst du gut, Soldat. Weiter so, weiter so. Hier haben wir auch wieder ein größeres Zimmer.
Wo sind denn die Scheißhäuser bitte bei denen? Die müssen doch alle irgendwo auf dem Pott, oder? Ah, und die haben auch mal einen Kassettenrekorder hier. Und wieder einen Discman. Alte Fotoknipse. Kassetten. Ja, Rakete. Ui, Aktenzeichen 2MRK3285C2000. Urteil. Am 4. Juli 2000 hat das Bezirksgericht Murmansk nach Überprüfung des Falls des bezüglich des Verursachens eines Verkehrsunfallbeschleunigten des Angeklagten die Entscheidung gefällt, das Verfahren zu beenden. Rechtsbelehrung. Am 10. Februar 1999 ereignete sich um 18.30 Uhr ein Unfall. Der Fahrer eines Lada Samara war fahrlässig und verletzte die Sicherheit des Straßenverkehrs, indem er mindestens 60 km/h fuhr, wenn seine Überschreitung der dort zulässigen 50 km/h bedeutet. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Moskvich 2141, der auf der anderen Straßenseite mit einer Geschwindigkeit unterhalb des erlaubten Limits fuhr. Durch den daraus resultierten Unfall erlitt die Schwester des Opfers zahlreiche Verletzungen, darunter zwei gebrochene Rippen, einen gebrochenen rechten Arm und allgemeine Abschürfungen. Das Opfer, das den Moskvich steuerte, gibt vor Gericht zu Protokoll, dass der Angeklagte der Fahrer des Lada Samara war. Der Angeklagte verweigerte vor Ort einen Alkoholtest und behauptete, nüchtern zu sein. Ein Bluttest, der auf der Polizeiwache durchgeführt wurde, zeigte, dass der Angeklagte unter den Alkoholeinfluss von 1,7 Promille stand. In Klammern, für russische Verhältnisse normal. Am Unfallort behauptete der Angeklagte des Weiteren, dass seine nüchterne Frau das Fahrzeug anstatt seiner selbst gefahren hätte. Klammern, Frauen fahren schlecht. Die Polizei traf 30 Minuten nach dem Unfall an der Unfallstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Teilnehmer ihre Fahrzeuge bereits verlassen, mit Ausnahme des weiblichen Opfers. Verweis auf Satz zuvor, das in einem Krankenhaus gebracht geboren war. Die Polizei konnte die Behauptung des Opfers, wonach der Angeklagte des Fahrzeugs gefahren hätte und dass der danach dem Unfall mit seiner Frau Platz getauscht hätte. Was ist das irgendwie? Lese ich falsch oder steht das falsch? Nicht verifizieren. Die Frau des Angeklagten hat die Aussage ihres Mannes bestätigt und übernimmt somit Schuld an der begangenen Tat. Ja, hätte sie das wahrscheinlich nicht gemacht, hätte sie wahrscheinlich von ihrem Mann da eine gekriegt. Wie ich das hier so rausgelesen habe. So. Ah, hier eine Muckibude. Ja, ist denn dieser Vasili wieder? Vasili, wo bist du? Wahrscheinlich der Raum des Captains, da dürfen wir nicht rein. Hier können wir wieder was rein, das ist die Küche. Boah, Alter, wie viel Platz haben die? Habt ihr mal das Boot gesehen? Die hätten sich gefreut für so einen Raum. Ach, wieder ein Brief. Oh, ein Panzermodell. T-34/76. Der hat keine Benzinkanister hinten drauf, wa? Wer war das für ein auch 76? Ja, nett, nehme ich mit.
vorne mit MG, die 106. Weg. Ah, hier wird wahrscheinlich auch nebenbei dann immer abends dann ja, Filme geguckt. Und hier geht es dann woanders hin. Und hier gibt es wieder einen Brief. Geheimdienstbericht Nummer 1530. Oh, Krankenwagen. Ja, in diesem U-Boot haben sie auch einen Krankenwagen. Das ist ganz normal. So, Nummer 1530-1218K2000. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am 7. November 2000 statt. Die Kandidaten sind Vizepräsident Albert Gore, Demokratische Partei, und der Gouverneur des Staates Texas, George W. Bush. Yeah, der beste Mann. Nein, ist er nicht. Unsere Quellen zufolge ist das amerikanische Volk gespalten. Gore scheint der Favorit zu sein, doch seine Stimmen der Wahlmänner werden entscheidend sein. Es deutet alles darauf hin, dass dies die engste Wahl der Geschichte der USA werden könnte. Ein Sieg der Republikaner könnte eine engere Kooperation mit der NATO und eine Ausweitung der Allianz im Osten bringen. Bushs Kampagne konzentriert sich allerdings vorwiegend auf die heimische Politik und ein Wahlspruch American First könnte bedeuten, dass sich die USA weniger am politischen Weltgeschehen beteiligen wird. Ein Sieg von Gore hingegen könnte eine Fortführung der Politik der Bill Clinton-Regierung bedeuten. Echt, da gab es auch schon American First. Das wäre so ein Thema von den Trumpel. Wie ist er? Trump. Mann ich ja. So, und das Video, sehe ich gerade, geht schon wieder viel, viel zu lang. Ich gucke mir hier viel zu viel Sachen an, glaube ich. Wir kommen hier nicht voran. Nichtsdestotrotz mache ich hier einen Break. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder ein Like. Ein Abo wäre natürlich auch schön. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir Vasili finden. Ciao.